Ja, Lichtgeschwindigkeit mit Blick auf die neue Elbphilharmonie in Hamburg, in der Speicherstadt im Hamburger Hafen. Im Vordergrund ist ein Teil des ganz alten Hamburger Hafens. Ich habe hier Lichtgeschwindigkeit 610 und Freitag, 29. Oktober 2010. Der Anlass hier, so eine kleine Sensation der Architektur zwischen Konservierung, Denkmalschutz und neuer Nutzung und Neubauten hier zum Thema Kulturkampf in Hamburg, Sparprogramme. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das nicht ausschalte. Oh, Entschuldigung. Also, ich habe die Zeitung hier, die Taz seit Tagen, Ausgabe Nord in Hamburg und Hamburger Abendblatt von heute, eine neue Nachricht. Bürgerprotest erzwingt Schonfrist für Kultur. Da sind jetzt die ganz strengen Sparbeschlüsse des Hamburger Senats und des Bürgermeisters, einfach sich nicht an Zinsen dumm und dämlich zu zahlen, sondern einen balancierten Haushalt anzustreben zumindest. Und da sind Beschlüsse gefasst worden des Sparens. Und dann hat der alte Kultursenator quasi hingeschmissen und der neue Herr Stuth, Reinhard Stuth, der wird jetzt von allen Leuten schlecht geredet, der eigentlich nur die Sparauflagen versucht zu verwirklichen und ohne Großheuchelei, dass ihm auch an Kultur gelegen ist oder nicht. Sein Thema ist das Sparen und jetzt wird er also fertig gemacht. Ich persönlich bin aber etwas anderer Meinung. Ich glaube wirklich, dass es für Hamburg und auch für die Kultur sinnvoll ist, einen vernünftigen Haushalt hinzukriegen, einen balancierten Haushalt, damit sie nicht zu viel Zinsen zahlen und dann können sie sich auch Kultur leisten. Wobei die Diskussion in Gang kommen müsste darüber, was ist eigentlich Kultur, was hier alles als Hochkultur hingestellt wird, ist zum Teil wirklich nach unten offen. Das will ich nicht verurteilen damit, aber es ist doch zu bedenken, wo da die Grenzen sind oder wo da die Wünschenswertigkeiten sind. Denn man kann natürlich sagen, wir wollen von allem alles mehr und so weiter. Das bringt nichts. Also hier sind zum Teil alte Gebäude, im Hintergrund bei Hamburger Speicher und neue Gebäude. Und hier bin ich schon ein bisschen belauscht worden mit meinen skeptischen Ansagen. Denn ich bin hier weit und breit einer der wenigen Leute, die die Kulturpolitik mit dem Sparen im Grunde begrüßen. Aber einfach nur aus Vernunftsgründen, weil mir auch die Kultur am Herzen liegt. Und hier im Hintergrund, da ist dieser runde Turm. Und rechts daneben unter dem Kran, das ist eine der neuen Schulen für diesen Stadtteil. Also sind auch Neubauten, nicht nur Umnutzung. Und jetzt wollte ich mal fragen, Sie gucken so ein bisschen interessiert, aber skeptisch. Sind Sie Hamburger? Ja, Stadtspieler. Was kaufen ist das? Sie Stadtspieler? Nein, kaufen Sie es nicht. Spielen Sie Stadt. Durch Kaufen ist die Welt nicht zu retten, aber durch Spielen. www.stadtspieler.com. Oh, hier, da macht Werbung, Werbung. Ja, also jetzt aber, sagen Sie mir doch nochmal, was sagen Sie zur Situation der Hamburger Kulturpolitik? Die Hamburger Kulturpolitik ist im Moment extrem schlecht, weil es jemanden gibt, der dafür nicht geeignet ist, an der Spitze der Behörde. Aber das wird sich ändern. Die Hamburger proben derzeit den Aufstand und es scheint auch erfolgreich zu sein, das Altonaer Museum ist jedenfalls gerettet, es wird nicht geschlossen. Ja, ansonsten gibt es viel Kultur, von Hochkultur bis zur kleinen Kultur. Hamburg funktioniert ganz gut. Aber das klingt ja im Grunde genommen sehr Hamburg-affin sozusagen, zugeneigt. Aber diese Sparproblematik besteht ja wirklich, ne? Die besteht, durchaus. Das ist richtig, aber ja, auf gutem Niveau, kann man sagen. Also es ist ja auch so, dass der Hamburger geht nicht so viel in die Konzerte, durchaus auch einmal, aber es ist oft so, dass die Touristen dahin gehen, weil wir ja so viel davon haben. Wir leben in den Stadtteilen. Und Sie machen gerade einen Spaziergang mit den Kindern? Genau. Ja, toll. Na, schönen Dank. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Ich gehe jetzt nochmal hoch da zur Elbphilharmonie Pavillon. Da kommen aus Lautsprechern Musiken. Hier, dieses Kind ruft immer. Ruf mal was. Okay, ja, und zwar, ich wollte noch sagen, das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, das Thema, sondern es ist in allen Zeitungen und insbesondere, ich muss jetzt hier mal einhändig bei dem Wind
das mal zeigen. Also auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat hier heute, das ist eine etwas chaotische, das mal zeigen darf hier, Notgeburt in Hamburg. Der Kulturgipfel lässt hoffen, das Altonaer Museum bleibt. Das ist das, was der Herr eben gerade auch gesagt hat. Sie haben also Sparbeschlüsse von der verantwortlichen Hamburger Landesregierung geändert. Und dann ist auch plötzlich der Kultursenator nicht mehr ganz so böse. Also das sind nicht gelöste Probleme und die Diskussion muss einfach in Gang kommen, wie man das, was man sich leisten kann, verteilt. Und jetzt wollte ich noch eine ganz kurze Musikprobe geben. Vielleicht schaffe ich das hier in meinen verwindeten Zeitungen. Und zwar hier kann man nämlich lauschen, Musik studieren. Hier ist, da steht dran, Jaron Herman Trio, Jazz. So, und hier lauschen jetzt die Leute. Hier ist Brahms. Und da ist auch was drin zu sehen. So, also, das ist ein bisschen wild geworden, aber okay. Schönen Dank für die Benutzung.